Upsala. Entschuldigung. Jetzt habe ich Brenz Kaffee ausgeschüttet. Gott, ich bin weiterhin Georg Breinschmidt und ich freue mich sehr, nach meiner letzten Doppel-CD Breins World, die im Herbst 2010 erschienen ist, bereits eine neue CD vorstellen zu können, die ich in den letzten Monaten aufgenommen habe. Ich habe mich wieder sehr viel kompositorisch betätigt, habe wieder viele neue Stücke geschrieben und habe die jetzt unter dem Titel Fire zusammengefasst. Diesmal nur mit zwei verschiedenen Besetzungen, nämlich mit meinem Trio Breins Café, mit Roman und František Januška an Geige und Klavier. Und andererseits im Duo mit dem Trompeter Thomas Gansch. Ja, es sind also 14 Stücke auf der Haupt-CD von Fire zu hören. Und ich habe das so als sozusagen als quasi Paarlauf angelegt. Das ist jeweils ein Stück Breins Café und ein Stück im Duo mit Thomas Gansch. Und da ich aber wieder einen Überschuss hatte, den ich unbedingt auch hörbar machen will, habe ich dem auch wiederum eine Bonus-CD beigelegt mit noch mehr ungefähr einer halben Stunde Musik, auf der einige Alternate Versions drauf sind und auch einige Outtakes, ein paar lustige, wo wir irgendwie nur blödeln und lachen, was mir auch immer sehr Spaß macht, solche Sachen dann auf eine CD raufzutun. Fire steht für mich für das Feuer der Kreativität, das irgendwie in mir brennt und das ständig nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten sucht und das mich irgendwie antreibt, auch ständig neue Stücke zu schreiben und gleichermaßen auch das Feuer, das in mir und meinen Mitmusikern brennt, wenn wir auf der Bühne stehen oder im Tonstudio sind. Und es ist also stilistisch, wie das bei mir auf meinen CDs so üblich ist, auch wieder sehr bunt gemischt. Es kommen alle meine Einflüsse irgendwie über modernen Jazz, traditionelleren Jazz, Gypsy Jazz, meine klassische Orchestervergangenheit, die Wiener Lied-Affinität und viele andere Sachen kommen alle irgendwie zur Geltung in der einen oder anderen Form. Also es treffen irgendwie eine verrückte Schnellpolka aufeinander mit einem ganz modernen, ruhigen Jazzwalzer, gefolgt von Gstanzl-Gesängen in Porgy und Bess, gefolgt von einer kleinen Mini-Oper, fast 9 Minuten lang, namens Settler Jack's Mood. Ein sehr ausschweifendes Trio-Stück. Es gibt dann so Glücksfälle, wo in ein paar Tagen gleich mehrere Stücke entstehen. Es gab zum Beispiel ein paar Tage letztes Jahr, 2011 im Juni, wo ich zu meiner Freundin nach Graz gefahren bin und habe im Zug ein Stück für sie geschrieben, für sie zum Geburtstag, namens Sweetie, das auch auf der CD gelandet ist. Und ich habe dort noch 3 oder 4 andere Stücke in wenigen Tagen geschrieben, also die alle auf der CD gelandet sind im Endeffekt. Das sind so geballte Kreativitätsmomente, die sehr nett sind. Vor 20 Jahren war ich ein armer Student, da hab ich ein Geld braucht und gespült exzellent. So was tät mir heute bestimmt nicht passieren, denn fürs exzellent Spielen muss man sich genieren. Und für mich selbst ist es Komponieren ein Ausgraben und Ausbuddeln von verschiedenen Sachen, die auch einfach oft unbewusst da sind und die oft ganz bis in die früheste Kindheit vielleicht zurückreichen, die dann plötzlich einmal irgendwie hervorlugen und sich zeigen. Das ist immer wieder ein spannender Prozess, bei dem man logischerweise nicht wirklich planen kann, was als nächstes passiert. Der CD gibt es
ein gemeinsames Stück von einem Live-Mitschnitt von Borg & Bess, wo beide Besetzungen gemeinsam spielen. Und auf der Bonus-CD gibt es dann nochmal ein gemeinsames Stück, 10 Minuten Live-Orgie von Wien bleibt Krück. Ich bin wahnsinnig happy mit der neuen CD, bin schon sehr gespannt, wie sie aufgenommen wird.